Der SC Freiburg on fire, das können wir auf jeden Fall sagen. 6 Punkte gegen Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen, gegen Dortmund und gegen Wolfsburg gewonnen, da das Ganze mit 0 Gegentoren über die Bühne gebracht, also das ist schon aller Ehren wert. Ja, und heute spielen wir gegen einen alten Bekannten, ihr seht ihn schon mit der Nummer 10, er hat leider kein Originalgesicht, sondern so ein komisches Random Face. Max Kruse, der Nationalspieler auf Gladbacher Seite. Ja, vielleicht können wir das nachlegen. Das ist der letzte Spieltag vor der Winterpause. Danach nur noch die Pokalrunde, dritte Pokalrunde gegen Eintracht Braunschweig, den Zweitligisten. Ja, es ist zumindest hier nicht mit Schnee bedeckt, obwohl mir das gegen Wolfsburg echt nicht schlecht gefallen hat. Es ist bewölkt. Wollen wir mal gucken, wie wir die Mannschaft aufstellen. Kader. Und ja, wir sehen es schon. Alles fit. Und vor allen Dingen alles hier mit Pfeilen nach oben. Guckt euch den Bakkali an. 82. Mit Abstand stärkster Feldspieler. Danach kommt Ginter mit einer 78. Und dann haben wir drei Stück, glaube ich, hier mit einer 76. Genau, Jedlin, Frey und Alex Esswein. Und selbst der alte Mann hier mit einer 77 nochmal. Was ist denn hier unten noch Sache? Höhen? Ja, da zeigt die Form so ein bisschen nach unten. Nehme ich mal Christensen mit rein. Hoffmann, der hat sich überwunden. Seine schlechte Verfassung mit einer 76 auch. Aber was soll ich machen? Ich kann ja schlecht jetzt hinten Ayeti oder Chilier rausnehmen, beziehungsweise Ginter nach hinten ziehen. Lazaro hat auch eine 75. Ja, und jetzt da die Taktik anzuwenden, Ginter nach vorne zu ziehen gegen Gladbach, weiß ich nicht. Das kannst du höchstens dann gegen Braunschweig mal machen. Selbst da ist es halt gefährlich, weil das ist eine Pokalrunde. Da kann dann die Tagesform entscheiden, wer dann da rausfliegt, wer weiterkommt. Ist gefährlich. Ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall weiter. Freistöße mit Cissé. Wenn das gut ist, das ist es. Boah, 6300 Punkte. Warte, jetzt muss ich nochmal so weiterspielen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das toppen kann. Ja, 7200. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier das Beste gewesen. Der liegt sogar noch da unten, der komische, der Karton. Muss weg. Na, schade. Ich will das aber eigentlich gar nicht so lange jetzt hier spielen. Aber der erste war schon geil, oder? Mit den Punkten. 6300 Punkte allein schon mit dem ersten Schuss. Und das war Cissé. Das war noch nicht mal jetzt hier unser Schmied, der Standardspezialist. Ja, im Marke Solarstadion. Das habe ich schon wieder gesagt. Entschuldigen Sie, verehrter Schnupfenman. Gegen die Gladbacher mit Nationaltorwart Marc-André Ter Stegen. Und ich erwähne es ja nicht ohne Grund. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass wir uns da um einen Spieler bemüht haben oder zumindest mal scouten lassen haben. Nämlich den guten Janis Blaswig, der sehr gute Werte hatte, also für sein Alter auf jeden Fall. In der Verlosung für einen Torwart natürlich nach wie vor auch Mitchell Langerick, der Australier. Und vor allen Dingen nach dem letzten Spiel, was wir gesehen haben gegen Wolfsburg, eigentlich auch wieder unser Butland. Ich mag ihn ja eigentlich, ne? Wenn er seine Fehler abstellen könnte. Und in den letzten beiden Spielen hat er keine gemacht, da hat er sogar uns eher noch gerettet. Wollen wir mal gucken, was die Tabelle aussagt. Wir oben auf Platz 6, das ist sehr schön. Gladbach hinter uns, 4 Punkte auf Platz 8. Und da sehen wir die Aufstellung. 9 ist die Nummer von Papis Demba Cissé, hat 7 Ligatore gemacht. Also steht anscheinend doch noch vor Michael Frey, der ja doppelt getroffen hat. Gegen die Wölfe. So, da haben wir den Kader. Mlapa auf der Bank. Blaswig auch. Katschunga auf der Bank. Ruse spielt vorne und Memedi ist auch in der Startformation. Guckt euch das einer an. Enis Benatira, Hermann, Memedi und dann Kruse. Das ist das Offensivquartett, was Borussia Mönchengladbach hier aufbietet. So, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall offensiv an das Ganze ran. Wir haben ja schließlich jetzt das Selbstvertrauen. 2 Siege gegen absolute Top-Vereine. Das kannst du dann schon mal machen. Schön jetzt raus auf Durm. Durm spielt nochmal ab. Ja, die Idee war nicht schlecht, Umsetzung aber eher mangelhaft. Und jetzt wieder frei. Schade. Hat sich da fast durchgetankt. Es wird auf jeden Fall wichtig sein, die nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und am besten die Bälle zu nehmen, wenn sie denn vor einem liegen. Das wäre auch mal noch so eine Grundvoraussetzung. Oh, der veralbert mich da außen. Das ist, glaube ich, der Hermann. Hermann schießt einfach mal das Ding, ist am Pfosten gelandet. Habe ich auch noch so nicht gesehen. Guck mal. Klasse Zeitlupe hier. Der Kopf von Kruse war da noch fast dran. Stellt euch mal vor, der fälscht den ab und der geht rein. Was dann für ein Geschrei hier ist. So, ich bin vor allen Dingen auf Memedi gespannt. Bei uns eigentlich nie wirklich eine Chance gehabt, mal was zu zeigen. Jetzt oben der Ball, der ist gut. Der ist super. Der ist durch.
Ach, der war ein bisschen zu lasch geschossen von Esswein. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht sein Problem. Er hat ja eigentlich einen Huf. Nochmal so ein Ding jetzt nach vorne. Ja, der war jetzt eher schlecht. Der war zu kurz. Hätte länger kommen müssen. Super jetzt gemacht von Lazaro, glaube ich, war das. Frei. Schießt einfach mal. Aber diesmal Ter Stegen sicher. Den hat er eben komisch abprallen lassen. Aber leider können wir das meistens dann nicht nutzen. Was hat er jetzt? Ach, für uns gepfiffen. Ich habe ja schon wieder Sachen geahnt hier. Klappbach, guck mal, wie tief die stehen. Guck mal, wie tief die stehen. Was der Schilier für einen Platz hat. Um da erstmal nach vorne zu gehen. Das ist Durm. Durm mit der Flanke. Aber nee. Die dreht sich dann doch viel zu viel weg. Viel zu viel in Richtung Gladbacher Torwart. Der sich da auch ein bisschen Zeit lässt. Wir haben gerade schon das Symbol gesehen. Machhenne. Ist auf jeden Fall gut, wie wir Druck machen. Nicht Gladbach hier das Spiel überlassen, sondern selber probieren. Esswein. Und dann spielt er noch so einen guten Ball. Ja, der war jetzt nicht so schön. Fisisi, aber das war natürlich auch schwer. Aus der Drehung da gegen den Gladbacher. Benatira gegen Ginter, glaube ich, ist es. Jetzt haben wir uns selber dann ein bisschen veralbert. Aber alles gut. Alles gut. Ball nach vorne auf Esswein. Sisi. Sisi spielt den rein. Das ist gut. Und da kommt doch im letzten Moment noch so ein Gladbacher Bein dazwischen. Das ist schade. Wir machen Druck hier. Wir lassen die überhaupt nicht entfalten. Ja, da fällt ihm dann nur ein, das Ding einfach mal nach vorne zu schießen. Ja, guck mal, wie der rennt. Das ist, glaube ich, Memedi gewesen. Also der will anscheinend heute was zeigen. Ich weiß nicht, ob der Stammspieler ist. Ich habe natürlich nicht unbedingt verfolgt, wie Gladbach aufläuft. Oder aufgelaufen ist in den letzten Wochen. Ja, Jedlin mit der Drehung da. Aber war alles dann zu eng geworden. Zwei Gladbacher waren dann einer zu viel. Benatira. Hat sich auch zu einem sehr, sehr starken Spieler entwickelt. In Berlin. Schade. Gute Balleroberung. Aber bleibt leider nicht bei uns, die Kugel. Der Terrier Bakali ist da hinterher. Obi Hermann. Da muss ich aufpassen. Das hat man eben schon mal gehabt. Dass es da schneller geht, als mir das lieb ist. So, der Ball ist nicht gut, aber er kommt hin, der Oscar Wendt. Jedlin. Super. Und dann so ein Ball. Kommt nicht an. Der war natürlich auch lange jetzt unterwegs. Wir klären das aber. Wir klären das. Sisi. Michael Frei. Michael Frei. Wenn er durchkommt, kommt er nicht. Also mit diesen flachen Bällen ist es einfach wirklich wahnsinnig schwer, einfach da hinten durchzukommen bei denen. Auf Weltklasse zumindest. Über Profi weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, da nicht so akut mit denen. Dass die da wirklich jeden Ball abfangen. So, das war jetzt ganz schlecht gespielt. Das haben wir aber auch schon gegen Wolfsburg gesehen. Dass ja, Möglichkeiten teilweise so verpufft sind, weil die dann einfach die Balance ausgehen lassen, weil sie nicht wissen, wohin. Das hatten wir scheinbar hier auch wieder. Jedlin. Jedlin, Michael Frei. Michael Frey an den Außen. Wir wissen ja, dass er flanken kann. Er kann das ja. Sisi. Ja, das ist super von Ginter. Das ist klasse, wie er sich da den Ball holt. Sisi. Oh, vorne ist er. Aber auch da wieder viel Gladbach und wenig Freiburg. Ja, sie spielen es relativ easy jetzt hinten rum, aber dann wieder so Bälle. Der ist im Aus, ja. Der ist wieder im Aus. Die sind beeindruckt hier. Stehen ja, wie gesagt, auch hinter uns in der Tabelle. So, jetzt schön da vorne auf Michael Frei, glaube ich. Hat den Ball nach wie vor. Lazaro, einfach mal probiert. Ja, das gibt zumindest mal einen Eckball. Und ja, Esswein ist, glaube ich, da der falsche Mann. Was hat er denn? Efehl von 72. Das lasse ich dann lieber Lazaro machen. Gucken wir mal, was da rumkommt. Die sieht nicht so verkehrt aus. Nee, nee. Hat das Ding aufgepasst. Wenn er nicht rauskommt, dann steht Frei, glaube ich, ganz ordentlich da hinten. Aber der Stegen ist natürlich auch ein klasse Mann. Jedlin. Bakali, das ist kein Abseits. Bakali. Ach Mensch, ey, was sind das für Flanken? Ja, vielleicht ein symbolisches Bild. Es passt einfach die Genauigkeit noch nicht. Gladbach sehr wenig nach vorne gezeigt. Und wir etwas mehr, aber
nichts wirklich Zwingendes. Hier die erste Situation nochmal von Alex Eswein, das war die 8. Minute. Dann haben wir hier die nächste Chance, Drehschuss, ich glaube von Michael Frey. Und ja, das ist dann schon Highlights-Material. Von Gladbach kann man leider fast nichts zeigen, bis auf den Pfostenschuss, den sie aber komplett rausfallen lassen. So, da sind die Halbzeitergebnisse. Überall führt die Gastmannschaft mit 1:0. Dortmund, Bayern, Augsburg, Wolfsburg. Ich denke mal, da sind sich zumindest mal welche einig. Ich würde mal sagen, wir können auf jeden Fall nicht unzufrieden sein mit dieser ersten Halbzeit. Ballbesitz, Schüsse aufs Tor, Spielanteile. Ich glaube, das war schon in Ordnung. Man muss natürlich dann noch weitermachen. Man kann jetzt nicht sagen, das wird jetzt hier ein Selbstläufer. Weil eben Gladbach natürlich auch Spieler hat, die Fußball spielen können. Und wir aufhören müssen mit diesen Einladungen hier. Es ist wieder so ein dummer Pass gewesen. Die schießen zum zweiten Mal aufs Tor und das Ding ist drin. Raphael, 48. Minute. Da ist es. Da ist es. Und dann passt natürlich wieder gar nichts. Keiner ist im Rückraum wirklich bei Raphael, kann ihn stören. Und das, was ich im Fußballmanager immer so hasse, diese Tore kurz nach der Halbzeit, jetzt hat es uns hier erwischt. Nach knappen 180, ne, wie viel sind sie? Es sind sogar mehr. Minuten hier wieder mit dem Gegentor. Eswein. Schönes Ding da vorne, ist leider abseits. Die jubeln schon. Die jubeln schon. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich ist der da im Abseits. Der sollte auch eigentlich da gar nicht hinkommen. Diese Flanke. So, jetzt vielleicht mal drauf. Den Ter Stegen da nervös machen. So, jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir die Chance, aber spielen wieder so schlecht. Also das Spielverständnis vorne ist einfach nicht da. Dann wird der Pass gespielt, dann stehen die Spieler 5 Kilometer weiter vorne und müssen dann zurückgehen. Und dann ist natürlich dann der Gast wieder oder der Gegner wieder da. Er pfeift dir da irgendeinen komischen Vorteil, wo ich keine Ahnung habe, woher. Jetzt liegt es an uns, jetzt hier wirklich zurückzukommen. So, Oskar Wendt. Jetzt mal mit dem Fehler gegen Lazaro, aber da ist immer wieder irgendeiner, der den Ball noch aufnehmen kann. Jetzt vielleicht mal. Sissé, wieder so ein schlechtes Ding. Wieder so ein schlechter Ball, aber ist wurscht. Sissé! Und wir bekommen die zweite Chance nicht. Ball in die Mitte. Gladbach klärt. Mann! Da muss man auch einfach mal so ein Ding mal reinschießen, so blöd sich das auch anhört. Aber Gladbach hat es eben gezeigt, wie man es machen muss. Da muss man Fehler einfach mal ausnutzen. So, das ist Abseits auf Gladbacher Seite. Ich glaube, Kruse. Sein Tor fehlt ja heute noch. Er steht knapp am Abseits. Memedi sehen wir hier mit der 18. Konnte dem Spiel jetzt nicht so wirklich den Stempel aufdrücken. Das hat mich ja schon sehr gewundert, dass der Lapa nur auf der Bank sitzt, dafür Memedi spielt. Ja, die korrigieren das jetzt auch. Benatira raus und eben Memedi. Und Rupp kommt rein. Und Lapa. Ja, abgefälscht. Sissé, aber ja, das ist bezeichnend für das Spiel heute. Gladbach hat einfach ordentlich das Glück, dass die Bälle immer wieder zu ihnen zurückkommen. Bei uns ist es nicht so. Hermann. Hermann gegen Ayeti, das ist zu wenig. Diesmal hat Ayeti besser aufgepasst. Lazaro. Frei. 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 Ich mag den Typen einfach. 67. Minute. Michael Frei, natürlich ein bisschen Glück. Da im Durchsetzen. Hier sehen wir es. Mit der Schusstäuschung vorbei. Und dann wartet er und wartet, was Ter Stegen macht. Und er kommt raus und kann da letztendlich nichts mehr machen. So, wir können ein bisschen was tauschen gehen. Ich glaube, wir machen das jetzt so. Ginter kommt nach vorne. Und André Hoffmann hinten rein. Zuck. Für Eswein. Also das ist doch klasse, wie wir das jetzt beantwortet haben. Man braucht einfach auch das Glück, was ich eben noch bemängelt habe. Dass man dann einfach mal so eine Situation nutzt. Michael Frey wieder. Super. Gladbach behält den Ball. Jetzt haben sie nicht mehr. Na, schade. Aber er holt sich das Ding wieder und verliert. Nein. Bitter. Da hätten wir wirklich den... Was sind die bissig jetzt gerade? Seht ihr das? Obwohl ich noch nicht mal hier auf
hohen Druck spielen lasse. Ball nach vorne. Zuck. Ach, guckt euch den Lapper an. Ist ja kriminell. Der steht aber nicht vorne im Sturmzentrum. Ist weiter hinten. So, Kruse hat noch was vor anscheinend. Jedlin aber auch. Schön gespielt jetzt. Bakali. Außenbahn, ich weiß nicht, ist es frei? Na, falscher Mann, Mensch. War aber Handspiel. Ja, er kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt kommt ein Nordweit, der rausgeht. Für ihn kommt Chaka. Also das ist jetzt kein Zeichen unbedingt nach vorne oder nach hinten. Ja, der könnte so viel winken, wie er wollt, Jungs. Das war nix. Jedlin nochmal. Nochmal mit der Möglichkeit. Sie sehen mit dem Kopfball. 76. Minute. Der Stegen ist da. Wackelt da mit dem Arsch wie beim Bauchtanz. So. Bakali ist müde. Der ist fertig. Der ist wieder sehr viel gelaufen. Ich kann es aber irgendwie nicht so wirklich tauschen momentan. Ich kann es leider nicht tauschen. Ich könnte Günther bringen für Durm. Oder eben, habe ich den Schreibers dabei? Nee, wo habe ich denn den Schreibers? Habe ich den jetzt komplett außen vor gelassen? Ja, wechseln wir dann, glaube ich, dann doch den Günther ein. Für Durm. Dass man auch einen frischen Spieler außen hat gegen die schnellen Männer, gegen Hermann und Benatira. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, Zuck. Ball nach vorne. Sie sehen, nee, der kommt da nicht hin. Kommt da nicht hin. Das war, glaube ich, gerade noch Durm. Super, Ball nach vorne, ist zu lang, ist ein Stückchen zu lang, 79. Minute, ist bereits angebrochen, die letzte Minute, was macht der da, übt der hier, heiratet der, muss der tanzen lernen. So, nochmal drauf hier, Jungs, komm, der hat doch keine Ahnung, er windet sich da raus. So, wenig Möglichkeiten bieten, das müssen wir jetzt machen. Und am besten diesen Chaka, diesen Mlapa da irgendwie bremsen. Der schießt den Ball mal gepflegt ins Aus. Dass wir auch den letzten Wechsel noch durchführen dürfen. Da haben wir den Torschützen mit der 10. Er ist kein Zehner, er ist ein Abstauber. Das würde man jetzt gehässig sagen. Aber er arbeitet sich einfach die Möglichkeiten. Er ist vorne eiskalt und man sollte ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Der hat auch einfach jetzt den Körper, ne, den wir brauchen. Den ich so gerne da vorne habe. Das konnte mir im Benzi ja nicht bieten. Super jetzt. Was macht der da? Was macht der denn? Ach, das war wieder verschenkt, das Ganze. Mlapa. So, jetzt nochmal vielleicht Jedlin. Nimmt die linke Seite unten. Da ist mehr Platz. Auf Hendrik Zuck. Der müsste ja nochmals noch ein bisschen frischer haben. Ja, aber das ist mir ein bisschen zu durchsichtig, das Ganze. Falscher Mann. Unten hin. Unten. Da war nämlich alles offen. Günther. Nochmal hoch jetzt. Nochmal hoch. Ja, er startet leider nicht da oben. Super Ball. Jedlin. Das ist Sissé. Mit dem etwas zu laschen Abschluss. Aber das war natürlich auch eine dicke Distanz, die man da zurücklegen musste. Ja, es ist kein Sieg geworden. Aber im Hinblick darauf, dass wir zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt hier das 1:0 kassiert haben gegen uns. Rafael, 48. Minute, die haben den Fehler eiskalt ausgenutzt, den Ayeti, den da aufgelegt hat. Also auf dem Silbertablett serviert dieses Bällchen. Aber wir haben eben momentan Michael Frey, der in einer super Form spielt. Und ich würde mal sagen, deswegen ist das Ganze hier auch verdient, dieses 1:1. So, da können wir nochmal gucken. Das ist es hier. Super natürlich auch rausgespielt. Ich glaube, Memedi hat die Vorlage gegeben, ne? So, super Schuss. Und dann kommt leider hinten Lazaro nicht ganz hin. Da ist die Situation. Der Schuss, der Antäuscher. Und dann wartet er auf Ter Stegen und sucht sich dann die Ecke aus. Der war ein Tickchen zu lang. Wenn er den aus der Luft nehmen kann, dann kann er Ter Stegen da vielleicht überraschen. Aber hätte, wäre, wenn zählt nicht ein Unentschieden gegen Gladbach, ist absolut in Ordnung. Hätte ich vor ein paar Wochen, wo es so schlecht lief, absolut unterschrieben. Natürlich muss man sagen, dass es heute vom Pass her nicht so toll war. 79%, aber auf beiden Seiten die Schussgenauigkeit 100%. Wir haben 7 Schüsse abgefeuert, 7 aufs Tor. Gladbach 2 und 2 mal aufs Tor. Ballbesitz hatten die mehr.
Also man sieht einfach daran, dass es eine Mannschaft ist, die vom Spielerischen uns, glaube ich, überlegen ist. Aber wir haben das sehr gut verteidigt. Also bis auf diese eine Situation, wo die dann das Tor gemacht haben durch Raphael, haben wir sicher gestanden. Also Butland musste eigentlich kaum irgendwas machen da hinten. Ter Stegen 7,9, der hatte deutlich mehr zu tun. Ich würde mal sagen, solide, durchwachsene Abwehrleistung. Alvaro Dominguez mit einer 5,9 fällt da raus. Oscar Wendt auch nicht unbedingt gut mit einer 6,0. Und ja, die ausgewechselt wurden, Memedi, Benatera, Nordweit, durch die Bank mittelmäßig. Lapa konnte auch nichts mehr zeigen. Also da ist nur noch der ganz schlechte Pass ist mir da noch im Gedächtnis, den er eben gespielt hat. War bezeichnend für ihn, er muss einfach mehr machen. Und Kruse, endlich haben wir es mal geschafft, dass der nicht gegen uns ein Tor macht. Dann kann das ja nun ein positiver Spieltag gewesen sein. Sehr, sehr gute Offensivleistung. 7,7 Cissé, 8,2. Ja, mal wieder einer der Besten, heute sogar der Beste. Michael Frey, der den Ausgleich geschossen hat. Bakkali durchwachsen. Eswein war wieder mit einer 7. Also er rechtfertigt einfach momentan seinen Stammplatz. Lazaro, das geht besser. Na, das muss er auch zeigen. Also er muss jetzt wirklich zeigen, dass er seine 75 wert ist, die er momentan hat. Mit Jedlin kann ich wieder sehr zufrieden sein. Ja, mit Durm eigentlich auch mit der 6,7. Ayeti 6,7. Julia 6,2 und Butland. Ja, was soll er machen, ne? Er kann am Gegentor überhaupt nichts machen. Er hat auch keinen Fehler gemacht. Und wenn die danach nicht mehr aufs Tor schießen, dann ist es halt ein bisschen bescheuert, wenn er halt nur eine 4,9 bekommt, weil die hat er nicht verdient. Ich habe ihn oft kritisiert, ihr auch, aber heute überhaupt nicht seine Schuld, dass wir das Gegentor kassiert haben. Naja, gehen wir mal weiter. Ich sehe auf jeden Fall, dass da beide gewonnen haben, Dortmund und auch die Bayern. Aber das ist eh nicht unser Ziel. Was haben wir denn hier? Anfrage wegen zusätzlichem Transferbudget. Ja, das kann nur eigentlich nur abgelehnt sein, ne? Haben die Anfrage zur Kenntnis genommen. Leider sind wir angesichts der momentanen Leistung für den Club der Meinung, dass eine Aufstockung der Mittel allein kein Erfolgsgarant für unseren Verein ist. Lehnen Sie ab. Sackratten. Naja, müssen wir halt mit dem zurechtkommen, was wir haben. Das heißt, sollte irgendein Transfer wirklich mehr als diese 4,6 kosten, dann müssen wir halt wahrscheinlich wirklich noch einen verkaufen. Aber muss ja nicht unbedingt. Also momentan kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mit Butland jetzt wahnsinnig unzufrieden wäre. So, gehen wir mal vor, gucken uns das mal an, was wir pressekonferenzmäßig haben. Ansonsten nämlich keine News. Also auch nichts Scouting-mäßiges noch unterwegs. So, gegen die Braunschweiger. Ja, ich glaube, ich muss hier verunsicher mal den Trainer von denen, dass der überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass da irgendwas gehen könnte. Das Ganze wird auf jeden Fall in Braunschweig stattfinden, dieses Pokalspiel. Wir können gerade mal gucken. Ich habe ja hier diese Aufträge drin, wo aber mittlerweile nichts mehr reinkommt. Also die Ecken, wo die halt suchen, die sind ausgelutscht. Deswegen könnte man jetzt mal behaupten, was macht der denn hier? Ja, einen Spieler gefunden, Österreich. Dass man das mal ändert. Zielort ändern. So, dass hier mal irgendeiner nach Portugal oder so fährt. Scouting-Netzwerk. Gut, er scoutet ja sowieso überall, also nicht hier gebietsabhängig. Sehr viele deutsche Torhüter. Ich wollte jetzt eigentlich das ganze Ding ändern. Zielort ändern. Der kann mal in den Norden fahren. So, Dänemark mal gucken. Und bei den anderen beiden müssen wir mal schauen. Den habe ich gemacht, dann müssen wir den hier noch. Der fährt mal in den Osten, der kann mal in Polen gucken gehen. So, einen polnischen Torwart, Marek Szczęsny von Arsenal. Okay, Freitag zeigt eine Klasse. Mal gucken, was da steht. Das Team der Woche. Mal sehen. Ach, vielleicht ist da einer drin von uns. Michael Frey ist da. Ja, gut, das ist nicht verwunderlich, dass er da drin ist. Ja, natürlich hoffen wir auch, dass er das Niveau halten kann. Trainerfusch, was ist das? Ne, Transferfusch. Trainerfusch ist auch schön. Was haben wir denn? Ach so, ja, genau. Dann ganz offensichtlich gab es beim Einkauf neuer Spieler ein paar eklatante Missgriffe. Sie haben gutes Geld für Leute ausgegeben, die bestenfalls mittelmäßig sind. Das ist wirklich ein schwieriger Job. Aber man darf sein Geld nicht zum Fenster rausschmeißen. Das kann man sich im modernen Fußball einfach nicht leisten. Da habe ich meinen rausgekloppt hier. Ja, das kann natürlich auch motivieren, das stand auch gerade da.
Aber das wollen wir natürlich nicht zulassen. Dritte Runde gegen Braunschweig. Ich glaube, so einfach wird es nicht, wie man sich das vorstellt. Ich erinnere mich da nur an St. Pauli und an Düsseldorf, an diese katastrophalen Spiele, wo wir dann jeweils nur im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Wo haben wir denn hier? Ich wollte nochmal bei den beim Kader gucken hier. Scoutaufträge, Wunschliste, beim Torwart. Angeblich soll es nämlich so sein, dass wo haben wir den? Roman Bürki, dass da die Werte besser sind als bei Lengerek. So wurde zumindest gesagt, aber das kann ich nicht sehen. Also höchstens bei Reflexen, Flugparaden sind die gut. Hier ist halt alles relativ gut. Also Flugparaden, Abschlag ist sehr gut. Reflexe, ja, Fangsicherheit, Stellungsspiel ist halt da das Problem. Wir müssen einfach mal gucken. Wir müssen mal gucken, vor allen Dingen, was hier beim Youngster rauskommt. Bei Blaswig, da haben wir den. Also wenn das wirklich so stimmt, was hier angezeigt wird, der muss natürlich noch gescoutet werden. Das macht er, glaube ich, auch gerade. Oder macht er nicht mehr. Das kann natürlich sein, dass da noch ein paar Werte runtergehen. Aber wenn das so stimmt, also das ist nicht schlecht. Also für einen 24-Jährigen 4,1 Millionen Wert, also die haben wirklich überhaupt kein Torwartproblem. Selbst wenn der Stegen gehen sollte oder sich mal verletzen sollte, stellen die den da rein, alles bestens. So, ich will gar keine Zeit verlieren. Wir wollen das letzte Spiel in diesem Jahr, 2015, soweit sind wir schon, hinter uns bringen. Gegen Braunschweig natürlich weiterkommen und damit, ja, ich würde mal sagen, sehr gut in der Bundesliga überwintern und natürlich dann im Pokal auch. Das, ich glaube, Viertelfinale müssten wir dann eigentlich in Angriff nehmen. Hier sehen wir nochmal die Tabelle, beziehungsweise erstmal die Spiele, die abgelaufen sind. Bayern 2-0 gegen Hertha und auch die Dortmunder 2-0 gegen Leverkusen, also in der Bayer Arena. Das war schon stark. Und wo ist Wolfsburg? 2-1 gegen Köln, also auch die haben wieder gewonnen nach der Niederlage gegen uns. Das heißt, wir bleiben natürlich auf der 6 und wir haben sogar noch ein bisschen was, wir haben nichts verloren. Also nach wie vor 4 Punkte auf den nachfolgenden. Das ist doch klasse, auf dem 6. Platz hier überwintern. Das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Also nach der Zeit, wo es wirklich so schlecht lief, wir ganz unten standen oder relativ weit unten, wo ich eigentlich nur innerlich damit gerechnet habe, dass wir irgendwann mal eine Mail lesen von wegen hier, hau ab und schmeißen mir den Koffer dahinterher. Also wirklich super. 31 Punkte nach 20 Spielen, nach der Hinrunde. Das geht. Es sind 5 Punkte auf die Champions League Quali. Wir wollen jetzt nicht anfangen zu träumen oder sonst irgendwas, aber das kann eine ganz schöne Saison werden, wenn Frei so weitermacht. Bis gleich.